So, wir müssen ja zum Haus des Schwarzen Mannes und das ist hier links herüben. Ja, also los. So, hier sind wir. Dies ist das Haus des Schwarzen Mannes und wir haben ja die Flöte bekommen vom Totengräber, die benutzen wir jetzt. Er soll uns dies wegschaffen. Jawohl, gratis weg. Wo genau soll ich graben? Genau hier. Na klar, Lady. Bist du dir sicher? Ganz sicher? Ja. Ja. Na gut, wenn du darauf bestehst, geh zur Seite, Lady. Los geht's! Ich rate dir dringend davon ab, da runterzusteigen, Lady. Ich mach mich jetzt vom Acker. Ja, danke für den Rat, aber wir müssen trotzdem hinunter. Rosella ist ja ein mutiges Mädchen, also los. Ja, und ist ein Sarg mit einem Schloss. Ja, und diese Zeichen haben wir auch schon mal gesehen. So, dies, Fledermaus und eine Spinne. Majestät? König Otta? Ja, wer? Hallo, meine lieben kleinen Maulwürfe. Ich hoffe, ihr zwei vertragt euch gut. Denn ihr werdet die nächsten 1000 Jahre zusammen verbringen dürfen. Dank Mathildes Hilfe habe ich dich gefunden, Majestät. Du bist eine mutige junge Frau, Prinzessin. Es tut mir leid, dass die Dinge eine so fürchterliche Wendung genommen haben. Keine Sorge, König Ota. Ich bin mir sicher, wir werden einen Weg herausfinden. Mir scheint, es wäre besser, schleunigst hier abzuhauen. Tja, wir sind in einem Sack gefangen mit dem echten Trollkönig. So. Hoffentlich hast du einen Plan, Rosella. Ich bin mit meiner Weisheit am Ende. Natürlich hat sie einen Plan. So, wir haben ja die Drachenkröte. Die geben wir ihm mal. König Ota! Mathilde hat gesagt, dieses Ding hat Zauberkraft! Meine Drachenkröte, sie konnte uns womöglich den Weg freigraben. Der Edelstein, der sie zum Leben erweckt, ist an meinem Armband befestigt. Mist, ich krieg ihn nicht los. Tja, du nicht, aber unsere Rosella immer hier. Rette uns! Grab! Grab! Rosella, beeil dich! Jawohl, und den sicheren Tod entkommen. Geh! Sag Mathilde, dass wir kommen. Und wenn Malizia ihr böses Gesicht in die Unterwelt steckt, so soll Mathilde sie so lang wie möglich aufhalten. Wir sind in Sicherheit. Nicht für lange, Prinzessin. Wenn wir uns nicht verkleiden, werden wir entdeckt. Und die Konsequenzen werden entsetzlich sein. Hier, halte diesen Gegenstand. Genau so. Jetzt zeige damit auf mich.
Majestät, was habe ich getan? Keine Angst, Prinzessin. Ich habe mich in diese Gestalt verwandelt, damit ich sicher durch dieses dunkle Land reisen kann. Wir müssen uns verstecken, bevor Malicia... Nein! Sie sind entkommen! Nein! Schnell, Prinzessin! Versteck dich! Tja, wir sind entkommen, also, und hier ist ein Kleid oder ein Umhang. Den werden wir gleich einmal anziehen. Prima! Jeder wird glauben, du bist Lady Zeppisch. Du siehst ausgesprochen schaurig aus, meine Liebe. So, jetzt schauen wir aus wie Lady Zeppisch, die ja vor dem Grabmal getrauert hat. Dies hier ist der Drohkönig als Skarabäus. Ja. So, nach oben. Jetzt werden wir mal den Doktor aufsuchen. Ja. Ja. Oh, meine liebe Gräfin Zepisch! Habt ihr euch wieder eure Augen ausgeheult? Ich werde sie noch ein einziges Mal ersetzen, aber nicht öfter. Ich hab nicht mehr allzu viele Ersatzaugen, müsst ihr wissen. Dr. Cadaver? Ich bin's! Rosella! Mein liebes Fräulein Rosella, ich bin froh, dich noch atmen zu sehen. Aber Malicia und ihr schrecklicher Spießgeselle machen Jagd auf dich. Deshalb solltest du Uga Buga besser so schnell wie möglich verlassen. Ja, wir sind hier in Uga Buga Land wahrlich nicht mehr sicher. Vielleicht kann er uns ein paar Tipps geben. Wir würden ja gern Uga Buga verlassen, aber der Eingang in die Unterwelt ist eingestürzt. Sieht so aus, als wäre er aus gutem Grund verschlossen. Ach du meine Güte, das ist ein Problem. Hast du wir gesagt? Ich nehme an, du meinst dich und deinen Bandwurm. Das meint sie nicht damit. Sie meint mich, König Uta Fenris den Dritten. Ah, ich verstehe. Nun gut, du musst durch das Haupttor verschwinden. Aber Malicia hat dieses hässliche Schlammmonster als Wache postiert. Nun, lass mich nachdenken. Vielleicht finden wir hier was, das uns helfen kann. Nein, nein, das funktioniert nicht. Das lässt Haare auf einem kahlen Werwolf wachsen. Damit wachsen neue Fühler. Ach, das lässt dir den Kopf abfallen. Aha! Ah! Was ist das? Es riecht scheußlich! Das ist ein Entlaubungsmittel, meine Liebe. Das haut die Blätter von allen Kriechpflanzen, die du dir vorstellen kannst. Total ungiftig für Tiere, das ist das Schöne dran. Ein Wunder, dass ich es gefunden habe. Ach, diese Regale müssten wirklich mal aufgeräumt werden. Wie kommst du mit deinem neuen Rückgrat zurecht? Oh, das klappt ganz gut. Zuerst war es ein bisschen steif, aber ich hab's mir schon zurechtgebogen. Dieses Ding, das Malicia an dem Uga-Buga-Tor aufgestellt hat, ist also eine Pflanze? Sicher ist es das. Ein ziemlich ungemütlicher, schleimiger Geselle. Aber dieses Entlaubungsmittel sollte ihm seine Kraft schon rauben. Gehört dir diese kleine schwarze Katze, Dr. Cadaver? Die gehört mir nicht, Rosella. Sie sind sehr unabhängig. Aber wir sind gute Freunde und wir passen aufeinander auf. Danke für all deine Hilfe, Dr. Cadaver. Du warst mehr als freundlich. Wirklich gern gesehen. Vielleicht denkst du in Zukunft etwas besser von uns Toten, oder?
Das werde ich bestimmt. Tja, in diesem düsteren Land heißt freundlich schon sehr viel. Rosella, wir müssen uns beeilen. Wir müssen unsere Reise fortsetzen. Du hast recht, König Ota. Wir sollten gehen. Ja, das sollten wir. So, das haben wir gekriegt. Entlaubungsmittel. So, und weiter. Und tschüss. Auf zu dem Laubwesen. So, schon wieder diese Kinder und sie spielen Fledermausbar. Ja, sehr modern. Schrecken wir sie mal. Ha. Boo! Nicht schlecht, nicht schlecht.